Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds über den Startup-Standort Deutschland. Wir machen eine große Reise über die Gründung des HTGF und wagen auch einen gemeinsamen Ausblick, wie die Tech- und VC-Szene sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Viel Spaß beim Reinhören. Ein kurzer Hinweis. Leider konnten wir diese Woche nicht wie gewohnt den Podcast über ein Live-Event bei LinkedIn aufnehmen. Wie sagt man so schön, live ist live und live hat uns heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten große technische Probleme und deswegen habe ich den Podcast mit Alex wie einen ganz üblichen Podcast offline aufgenommen und wir hoffen, dass wir zukünftig wieder ab den nächsten Episoden live über LinkedIn die Events ausstrahlen können. Herzlich willkommen zur 24. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Seit seiner Initiierung vor fast 20 Jahren hat der Hightech-Gründerfonds oder kurz HTGF eine beeindruckende Innovationskraft entfaltet, die durch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft erst ermöglicht wurde. Der HTGF hat sich mit Investitionen in fast 700 Technologie-Startups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life Science und aber auch Chemie zu einem wichtigen Akteur im deutschen und europäischen Startup-Ökosystem entwickelt. Mit einem Kapital von insgesamt 1,4 Milliarden Euro under Management, das sowohl vom Bundeswirtschaftsministerium und von der KfW als auch von namhaften privaten Investoren wie der Deutschen Bank, Deutsche Post, Evonik oder auch der Fraunhofer Gesellschaft stammt, hat der HTGF eine nachhaltige Grundlage geschaffen, um vielversprechende Unternehmensideen zu fördern und innovative Projekte voranzutreiben. Alex von Frankenberg ist deswegen der perfekte Gesprächspartner, wenn es darum geht, aufzuzeigen, dass Deutschland das Potenzial hat, seine Innovationskraft weiter oder wieder zu stärken, indem es Startups verstärkt unterstützt. In der heutigen Episode spreche ich deswegen mit Alex über die aktuelle Lage der Startup- und Tech-Szene in Deutschland, welche Rolle der HTGF dabei spielt und ob die Aussichten wirklich so düster sind, wie sie gern dargestellt werden. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Alex. Hi Kai, freut mich sehr, dabei zu sein. Klitzekleine Korrektur, wir haben über 700. Wir sind bei 720 Startups. So viel Zeit muss sein, umso beeindruckender. Kurze Hinweise für alle Podcast-Hörer, lasst uns sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und empfiehlt den Podcast weiter, das ist mir sogar noch wertvoller, noch wichtiger, an eure Freunde, Eltern, Geschwister, Arbeitskollegen und jeden, bei dem ihr denkt, dass er oder sie die Themen auch spannend finden könnten. Abonniert auch gerne die Glocke oben bei LinkedIn, oben rechts in der Ecke, bei meinem Account, beim DealCircle-Account. Wir teilen sehr regelmäßig News und Insights zum M&A-Markt, Best-Practice-Tools, Vorlagen, stellen Veranstaltungen zur Verfügung und dann verpasst ihr nichts. So, genug davon. Alex, lass uns starten. Lass uns gerne ganz vorne anfangen. Wie bist du in der Tech-Szene überhaupt gelandet? Wie kam es dazu? Also der allererste klitzekleine Schritt, 11. Klasse, Commodore 64, Homecomputer, Riesenhype, von meinem Taschengeld gekauft und drauf rumprogrammiert. Und paar Schritte nach vorne, Banklehre, da musste man immer so Berichtshefte schreiben. Und bei der Deutschen Bank einen Tippfehler musste man neu schreiben mit der Maschine. Haben wir geschrieben. Und ich habe dann irgendwann Textverarbeitung entdeckt auf dem Commodore 64 und habe es dann einfach durchrattern lassen. Und das war richtig easy, weil wir wurden da zu einer hohen Qualität animiert bei diesen Berichten. Und alle waren genervt, wenn sie halt nochmal neu tippen mussten mit der Maschine. Ich habe dann das einfach durchrattern lassen. Riesenfortschritt, Textverarbeitung damals. Dann nach dem Studium BWL mit IT, viel in Mannheim, Texas studiert, bin ich ganz bewusst zu damals Anderson Consulting gegangen, Accenture. Und wir haben Mainframe, COBOL in Deutschland, das Mastercard, Kreditkarten, Betriebssystem, Infrastruktur implementiert. Das war ein riesen IT-Projekt mit über 100 Projektteilnehmern. Erfolgreich, wurde erst vor wenigen Jahren, also jetzt vor 30 Jahren, wurde vor wenigen Jahren erst ersetzt durch ein neues System. Und da hat man gesehen, oder hat man erlebt, also was heißt es, IT zu bauen, aber auch welche Kraft hat IT. Und dann über verschiedene Schritte, Siemens Management Consulting, IT-Startup, Vertrieb gemacht für ein Data Warehouse-Startup und dann vor dem Hightech-Gründerfonds für einen Company-Builder gearbeitet und so halt immer tiefer reingerutscht. Und das war der Company-Builder, aber auch innerhalb von Siemens? Genau. Ja. Das war, gibt's heute noch, der Siemens Technology Accelerator in der zentralen Forschung von Siemens.
Und in der zentralen Forschung von Siemens laufen schon sehr, sehr helle Köpfe rum. Viele promovierte Physiker, E-Techniker, Maschinenbauer und auch ein paar BWLer. Und die haben schon Groundbreaking-Technologien entwickelt. Nicht flüchtige Speicher, Brennstoffzelle, ganz viele Patente, dann hier Einspritzdüse und viele Computertomographie, ganz viel. So, und manchmal gibt es Technologien, die keine Heimat finden im Konzern. Und was wir gemacht haben in einer schwierigen Zeit, 2002 bis 2005, haben wir aus diesen Technologien Startups geformt, richtig gebaut, Businessplan geschrieben, Team rekrutiert, erste Kunden vielleicht gewonnen und eine externe Finanzierung gewonnen. Und was ich gesehen habe damals, gute Technologie, ja, mit viel Substanz, gut aufgesetzt, bisschen Geld drauf, funktioniert. Und als dann der Hightech-Gründerfonds um die Ecke kam 2005, war das im Grunde genau das Gleiche wie das, was wir beim SDA gemacht haben, nur für ganz Deutschland. Gute Technologien aus Hochschulen, Forschungsinstituten, gut aufgesetzt, ja, da sind wir auch aktiv, nicht wie ein Company Builder, aber durchaus aktiv, bisschen Geld drauf und zack, blüht's. Und ich hatte eben das große Glück, diese positive Erfahrung gemacht zu haben vorher und war daher vom ersten Tag an HTGF sehr, sehr zuversichtlich, dass wir profitabel sein werden, was ja ursprünglich gar nicht so der Fokus war, die Absicht, die Erwartung. Und wir sind's. Kannst du gleich ein bisschen näher darauf eingehen, warum ihr das seid und was da euer Erfolgsrezept ist. Aber das ist ganz spannend. Bei Siemens, das wissen viele vermutlich gar nicht, wie alt schon die Venture Capital und Risikokapital Historie von Siemens ist. Das muss ja irgendwann Anfang der 80er gewesen sein, dass glaube ich damals mit der Matuschka Gruppe gemeinsam Siemens eine der ersten Risikokapitalfirmen mit aufgebaut hat in Deutschland und da eben sehr, sehr früh mit dabei war, den Startup-Standort mit zu finanzieren, als wahrscheinlich der Begriff Venture Capital als solcher noch gar nicht etabliert war, zumindest nicht in Deutschland. Ganz genau. Siemens war Mitgründer oder Initiator der TVM, Techno Venture Management. Das war bis vor ein paar Jahren der führende deutsche VC und zwar 85. Und da gab es tatsächlich diesen Begriff Venture Capital nicht. Also im Studium, ich habe studiert von 88 bis 92, habe ich Venture Capital nicht gehört, den Begriff. In Deutschland, in den USA schon, aber gab es nicht. Und ja, und Siemens war da Vorreiter und es war der Vorstand Beckholz, der dann bei einem Attentat irgendwann mal ums Leben kam. Deswegen glaube ich, ist eigentlich ein Riesenverdienst, dieses Tech-Powerhouse Siemens, was es heute noch ist und damals vielleicht sogar noch viel mehr war, das war einer der Mitinitiatoren der deutschen Venture Capital-Szene. Ja. Und während deiner Zeit dort, wie groß waren die Tickets, die damals investiert wurden? Kann man das überhaupt als solches bemessen? Oder wie war damals die Struktur? War das eine echte VC-Struktur als solche? Oder wurde eben Technologie gesucht, die für den Konzern wertvoll war und dann wurde sie gekauft? Oder gab es eine echte Art Holding-Struktur, Beteiligung an Unternehmen, weiterführen, irgendwann vielleicht sogar wieder der Exit? Also was wir gemacht haben, Company Building, Technologien raus aus dem Konzern in Form von Startups. Also raus aus der zentralen Forschung. Mhm. Parallel gab es bis 99 verschiedene Venture-Capital-Aktivitäten, die dann 99 zu Siemens Venture zusammengefasst worden sind. Und die haben schon große Tickets damals schon investiert und die sind noch größer geworden. Die Nachfolgeorganisation ist ja Next 47, machen wahrscheinlich eher so Late-Stage-Venture und Private Equity und machen noch größere Tickets. Und wir beim SDA, wir konnten eine halbe Million investieren. Ein Projekt war aber erst dann erfolgreich, wenn wir mindestens eine halbe Million von außen auch geholt haben. Das war der Proof of the Pudding. Will jemand von außen Geld investieren? Und war zu dem Zeitpunkt schon dein Unternehmergen geweckt? Kam das durch die Zeit bei Siemens oder war das schon immer in dir vorhanden, nicht nur technologieaffin zu sein, in Anführungszeichen ein Nerd, sondern auch Unternehmer, der Unternehmen aufbauen will oder begleiten möchte? Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Unternehmergen ist da, definitiv, aber es ist so ein bisschen nicht 100% perfekt ausentwickelt. Warum? Weil ich habe den Hightech-Gründerfonds weder gegründet, noch gehört uns, also anders als bei einem VC, hat das Management bei uns keine Anteile an der Managementgesellschaft. Genau genommen sind wir angestellte Geschäftsführer. So, natürlich ist das Umfeld mega unternehmerisch und der Grund, warum der HTGF erfolgreich ist, ist unter anderem, weil wir das sehr, sehr unternehmerisch angehen. Aber die ganz ehrliche Antwort ist, Unternehmer
Bin ich nicht. Ich tue nur so, wir tun nur so. Ja, Unternehmer wäre ja derjenige, der das wirklich selber gründet. Der Unternehmer ist bei uns der Bund. Der hat es gegründet damals, das Wirtschaftsministerium. Erstaunlich, aber sehr weitsichtig und am Ende eben auch sehr unternehmerisch. Aber natürlich braucht man viel Unternehmergehen, um in dem Umfeld, nämlich Startup-Finanzierung, erfolgreich mit den Gründerteams, Gründerinnen-Teams anzukoppeln und die auch entsprechend voranzubringen. Ja. Also ich selbst kann das ein bisschen nachempfinden. Ich habe meine berufliche Laufbahn bei Siemens begonnen, war dort insgesamt 4 Jahre, will die Zeit nicht missen, aber kann nicht sagen, dass ich damals in mir schon das Unternehmergehen gefühlt habe. Weiß nicht, wie konzernkompatibel ich damals tatsächlich war, aber ich glaube, heute bin ich es noch deutlich weniger, als ich es damals gewesen bin. Also das ist, glaube ich, schon ein anderes Umfeld, in dem du dich heute auch bewegst, als das noch damals der Fall war. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführlich darauf eingehen. Wie kam das 2005 dann zur Gründung vom HTGF? Also du hast gerade gesagt, der Bund ist der Unternehmer in diesem Fall. Wie kam es dazu? Ja, also Kanzler Schröder 2004, der hat, weiß gar nicht, vielleicht als Teil der Agenda 2010 damals gesagt, Innovation ist wichtig für Deutschland. Ja, wir sind wettbewerbsfähig durch Leistung, durch Innovation, durch Mehrwert und nicht durch günstige Kosten. Und hat dann 12 Arbeitskreise zu verschiedenen Themen rund um Innovation ins Leben gerufen. Und einer dieser Arbeitskreise beschäftigte sich mit der Frage der Finanzierung von innovativen Startups. Und die Situation damals war ganz grauslich, weil die Venture-Szene war so am Ab- und Aussterben in Deutschland, mit dem Ergebnis, mit der Konsequenz, dass rund 20 Tech-Startups 2004 und 2005 eine VC-Finanzierung bekommen haben. Und 20 ist nichts. Also, woran lag das damals, dass die Szene so am Aussterben war? War das Nachwirkungen vom Platzen vom neuen Markt? Ja klar, also da hatten ganz viele VCs investiert und dummerweise diese Krise 2000, die war ja lang, zog sich ja Tiefpunkt, also DAX Höchstpunkt war März 2000, Tiefpunkt war März 2003. Ja. Da war der von 8 irgendwas auf unter 2 gefallen. 2003, ja. Und es war nicht nur tief, sondern auch lang. Hm. Und dann ging er so langsam wieder hoch und es dauerte ja bis, weiß nicht ganz genau, bis 2008 oder 2010, bis der DAX wieder die 8000 überschritten hatte. Ja. Also es war eine ganz, ganz lange Krise, anders als die anderen Krisen. So, und in dieser langen Krise sind die Startups halt gestorben. Ja, die haben nicht durchgehalten. Und mit den Startups ist die Performance der VCs runtergegangen und die haben auch kein Geld mehr gekriegt. Ja, also ihr eigenes Fundraising war schwer. Und die dann noch Geld hatten und investiert haben, die haben gesagt, uiuiui, die Seed-Phase ist ja ganz doof, Mordsrisiko. Und wer weiß, wie das dann weitergeht mit der Anschlussfinanzierung. Also investiere ich lieber später. Und dadurch ist die Seed-Lücke total aufgerissen. Und es gab einfach letztlich praktisch kein Geld für die Seed-Phase. Und das ist ein großer Fehler sozusagen. Da kann man auch zu Recht sagen, da gab es ein echtes Versagen des Marktes und auch eine Berechtigung des Staats, da sehr marktkonform einzugreifen und diese Lücke zu füllen. War das damals ein rein deutsches Phänomen oder war das in vielen anderen Ländern auch der Fall, dass der VC-Markt so am Boden war und dann staatliche Initiativen gegründet wurden, initiiert wurden? Es war sicher ein weltweites Phänomen. In Deutschland wahrscheinlich ein bisschen überdurchschnittlich, weil wir da eben auch einen sehr starken Absturz hatten. Ich meine, der neue Markt damals, wenn man sich erinnert, 90% fallen der Index. So, und das hat natürlich. Wahrscheinlich nach dem Fallen war die Bewertung dann einigermaßen marktgerecht. Ja, es gibt ganz viele Unternehmen, die es heute gibt, die sich sehr erfolgreich entwickelt haben. Check 1&1 und so. Also, genau. Ja. Und auch andere. Also, es ist ja nicht so, dass da alles pleite gegangen ist. Überhaupt gar nicht. So, und das Problem, die deutsche Venture-Szene war sehr jung. Verglichen jetzt mit England und Israel und eben vor allen Dingen auch Amerika. Und sozusagen, wie so ein Baum, der hatte nicht so tiefe Wurzeln. Und dadurch ist er schnell umgeweht worden. Und die Amerikaner hatten natürlich über die ganz lange Geschichte auch viel tiefere Wurzeln. Da konnten die VCs sagen, ja, also jetzt okay, unser vierter Fonds, der ist irgendwie ganz schlecht. Aber wir hatten ja 3 sehr gute Fonds und der nächste wird auch wieder sehr gut. Und dann haben die halt wieder Geld gekriegt. Und bei uns war es halt der erste Fonds nix. Und dann war es das halt. So ein bisschen vereinfacht, aber so war es. Und ich glaube, was auf jeden Fall passiert ist, und das haben wir eben gesehen, da gab es halt super tolle Projekte, die einfach keine Chance hatten. Und so gesehen war das für uns ein ganz tolles Environment zu investieren, weil wir waren jetzt nicht so ganz allein, aber so ziemlich.
tolle Projekte allein, zack, finanziert. Die große Herausforderung war, riesige Herausforderung, was passiert denn nach der Seed-Runde? Und da gab's berechtigte Stimmen, die gesagt haben, naja, gibt kein Geld im Markt, nach eurer Seed-Runde gibt's immer noch kein Geld im Markt, die gehen alle pleite. Und da hat einer der erfolgreichsten VCs der 2000er Jahre das Bild geprägt der Gartenzwerge. Also wir stellen ganz viele Gartenzwerge aufs Fließband, die Startups, und die fallen dann alle hinten runter und gehen kaputt. Mhm. Und das ist die ganz große Leistung der Anfangsphase. Das ist nicht passiert. Warum? Weil wir rumgerannt sind, die Staubsaugerverkäufer, durch Deutschland, durch Europa und am Ende auch letztlich weltweit, und haben unsere Startups angepriesen und verkauft. Im Sinne von an Investoren verkauft, dass die dann weiter investiert haben. Und da haben wir uns die Hacken abgelaufen und sind auch zum Teil speziell behandelt worden. Ich kann da nur an einen Termin erinnern, ich nenne keine Namen. Da waren wir in München bei einem VC, den gibt's heute gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und da sind wir nicht übers Vorzimmer hinausgekommen. Und wer den Film The Big Short kennt, da gibt's auch eine Szene, wo die Brownfield Hedgefonds-Jungs auch nicht übers Vorzimmer hinauskommen. Ja. Bei der damals, glaube ich, Deutsche Bank in dem Film. Und genau. Und wir haben dann im Empfangsraum, wo die Sekretärin und unser Sekretär war, da der Empfangsraum halt, da haben wir dann den HDG vorgestellt und dann konnten wir wieder gehen. Das ist so geil. Und das hat uns aber, also hat uns schon ein bisschen gestört, aber am Ende hat es uns nicht entmutigt und wir sind halt rumgelaufen und uns, natürlich den Unternehmerinnen und Unternehmern, ist es eben dann doch gelungen, die Anschlussfinanzierung zu kriegen, mit harten Konditionen. Durchschnittliche A-Runde der ersten 10 Jahre nach unserer Seed-Runde, die bewegte sich in einem Pre-Money-Korridor, die A-Runde. Seed-Runde, dann die nächste Runde, zwischen 2 und 4 Millionen. Oh. Und heute steht für 2 Millionen Seed-Runde keiner mehr auf. Ja. Das waren tolle Zeiten und natürlich toll deswegen, weil es erfolgreich war, aber so zwischendrin hat es sich ein bisschen mühsam angefühlt. Das glaube ich dir. Wie groß war das Team dann zur Gründungszeit vom HTGF? 5. Also ich war Nummer 5. Genau, ich bin nämlich kurz nach dem sozusagen Start dann dazugekommen. Deswegen kann ich auch nicht die unternehmerische Fahne für mich hissen. Und 5 war mein damaliger Geschäftsführungskollege Michael Brandkamp und eben 3 Kollegen von damals der KfW, Investment Manager, die wir sozusagen als Erstausstattung mitnehmen konnten. Stark. Wie groß war damals das Fondsvolumen? Oder kann man überhaupt von einem Fonds sprechen in der damaligen Struktur? Genau, der erste Fonds, der stand sozusagen mit dem Staat und der war groß. 240 Millionen. Wir haben dann noch mal ein bisschen Geld obendrauf. Bei 260 Millionen. Wir haben da noch ein bisschen Geld obendrauf akquiriert. Sozusagen Second Closing. Und dann sind es 272 Millionen geworden. Und das ist komplett vom Bund? Oder damals auch schon mit, ja? Mit der Industrie, genau. Also wir hatten im ersten Fonds 6 private Investoren. Und die haben 17 Millionen gegeben. Also das war mehr so eine Spende fürs Vaterland. Und also haben die es auch wirklich verbucht. Weil die nicht dran geglaubt haben damals, oder? Also es gibt einen von den 6, den kann man nicht nennen, der hat es komplett wertberechtigt, mit der Unterschrift. Also da steht es mit 1 Euro in den Büchern und wir haben jetzt 140% zurückgezahlt, da kommt es mehr. Das ist ein ziemlich guter Deal. Schröder ist ja damals einmal rumgegangen, hat seine Industriebuddies abgeklappert und darum geworben, doch bitte mit dabei zu sein. Ein Notgroschen für den Start-up-Standort Deutschland. Ja, genau. Und wir auch. Also Wirtschaftsminister Clement hat tatsächlich Briefe geschrieben, Leute eingeladen und dann sind wir hinterher gefahren und haben akquiriert. Und damals kann man eine ganz tolle Geschichte erzählen. Also was ich damals noch gesehen habe bei einem alten Industriekonzern, der am Ende nicht investiert hat, da kommen wir da in so ein Besprechungszimmer, Holz getäfelt und so. Ja. Damals haben wir da nicht so viel Bilder gemacht. Und dann sitzen wir da und dann drückt einer auf so einen Knopf und dann geht so ein Zigarettenigel auf. Zigarettenigel ist so eine Kugel, wo lauter Zigaretten drin stecken. Und hat dann angefangen zu rauchen und dann plötzlich war der ganze Raum verraucht und mir wurde schlecht und so. Damals war das auch so. Und dann zack, haben sie uns abgesagt, klar. Ist noch gar nicht, also wenn man sich überlegt, noch gar nicht so lange her, aber eine vollkommen andere Zeit. Aber spannend.
Das heißt, das erste Fundraising war dann damals, der Bund hat Geld zur Verfügung gestellt. Das Fundraising kam dann quasi gar nicht so sehr durch euch, sondern auch mit dem Bund, und so gab es dann die Struktur. Wie groß ist das Team vom HTGF heute? Was ist geworden aus den 5 Leuten, die angefangen haben? Ja, 100. Also Faktor 20x. 100 heißt so rund 50 Investment Professionals und dann noch, wir nennen es Enabling Functions. Also die da eben unterstützen auch sehr stark. Plus Studenten. Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Studentinnen und Studenten, die uns natürlich helfen. Da sehen wir aber auch ein tolles Recruiting-Tool für alle Bereiche, aber auch ein toller Netzwerkmultiplikator. Weil ich sage immer, jeder DAX-CEO war mal Student. Klar? Ja, nicht jeder, also manche haben auch nicht studiert, der Deutsche Bank zum Beispiel, der Saving, und also kann auch so Karriere machen. Aber für uns ist es wirklich ein tolles Netzwerk, und deswegen haben wir immer so ungefähr 20, 25 Studentinnen und Studenten, die hier rumspringen. Ja. Ist bei uns ganz genauso. Also ist für uns auch ein ganz, ganz wesentliches Recruiting-Tool für die Festangestellten. Und von unserem M&A-Analystenteam, ich muss einmal im Kopf durchgehen, aber ich glaube, fast alle oder alle waren vorher bei uns Praktikanten oder Werkstudenten. Und ich kann das nur unterstreichen. Also wir arbeiten da auch sehr, sehr eng mit vielen Universitäten zusammen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Kanal, der einen auch jung hält, ja, genau, und viele neue Ideen ständig reinbringt. Und das Fundraising, wie ist das heute bei euch? Ihr habt den letzten oder den neuesten großen Fonds geschlossen. Der Bund weiterhin als größter Investor mit dabei, aber die Relation hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zur Anfangszeit. Die Relation und die Größe hat sich verändert. Also von den 17 Millionen privatem Geld sind fast 150 jetzt im vierten Fonds geworden. Und wenn wir jetzt noch, sagen wir mal, kleinere Tickets zugelassen hätten von ehemaligen Gründerinnen und Gründern und Angels, hätten wir noch ein bisschen mehr raisen können. So, und der Bund hat uns jetzt nicht komplett sozusagen in Anführungszeichen von der Kette gelassen, sondern hat die Mehrheit behalten, legitim. Und dadurch sind wir sehr groß geworden, letztlich knapp 500 Millionen. Hätte natürlich auch den Schritt tun können. Aus verschiedenen Gründen haben wir es nicht gemacht, dass wir jetzt an der Stelle auf der Fondsebene sozusagen die Mehrheit privat darstellen. Dann wäre der Fonds natürlich auch ein bisschen kleiner geworden. So haben wir mehr Geld für 200 Startups, die wir finanzieren werden aus dem Fonds 4. Und das ist auch gut. Und wenn man das sieht bei euren privaten Investoren, das ist ja in der Tat das Who is Who der deutschen Industrie, die damit dabei ist. Ist das dann von der Struktur beim HTGF aber für die LPs ähnlich, wie sie wäre, wenn sie in einen anderen VC-Fonds hinein investieren? Also ja. Seid ihr quasi genau unter den gleichen harten marktwirtschaftlichen Bedingungen organisiert oder gibt es da Unterschiede? Also es ist viel besser. Es ist nicht nur ähnlich, es ist besser. Also es ist rechtemäßig genau gleich. Wir sind eine Struktur wie ein VC. Was ist besser? Zwei Dinge. Einmal, wir haben keine fixe Management-Fee, sondern ein jährlich zu verhandelndes Budget. Wie im Unternehmen, ja, wie in diesem Konzern, da gibt es ja auch irgendwie Budgets, die muss man verhandeln. So, und dadurch haben die Investoren mehr sozusagen Kontrolle, was wir so tun, weil wir nicht einfach uns zurücklehnen können und sagen, ja, da kommt ja der fixe Management-Fee rein, da machen wir jetzt, was wir wollen. So, und das war natürlich dem Bund wichtig, da eine gewisse Governance zu haben. Und das ist am Ende auch gesund. Ja, wenn man halt so ein bisschen diskutiert, brauchen wir es nicht und so. Und im Grunde verläuft das sehr gut und sehr vernünftig. So, das ist anders, man hat mehr Kontrolle. Und dann der nächste Unterschied, die Managementgesellschaft, die gehört nicht dem Management, hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, sondern die gehört pro rata den Investoren. Und so gesehen haben unsere privaten Fondsinvestoren ein Drittel an der Managementgesellschaft. Und das ist gut. Das ist gut, ja. Das hat eine gute Struktur. Aber da ist in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren schon ganz schöne Wellenbewegungen im Startup-Ökosystem und im deutschen europäischen Startup-Markt mitbekommen. Was ist deine Brille heute auf den Markt? Die Brille ist, wenn man so guckt, so Innovation hört nicht auf. Also es wird nie aufhören. Gar nie, 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 nie. Also solange es Menschen und Intelligenz auf dem Planeten gibt, wird Innovation weitergehen. Und zwar immer schneller, wird sich immer weiter beschleunigen.
wir kennen ja alle Moore's Law, ja, Prozessorleistung alle 18, 24 Monate verdoppelt sich seit 40 Jahren. Ja, heute hat jedes Handy mehr Rechenpower als, war neulich ein Tweet, als irgendein Supercomputer, Cray Supercomputer vor 30 Jahren. Ja, und ich glaube tausendfach mehr, mehr Rechenkapazität. Ja, also unvorstellbare Größe. So, Innovation beschleunigt sich immer weiter. War nie so schnell wie heute und wird nie wieder so langsam sein. Und der Punkt ist, es gibt nicht nur diesen einen exponentiellen Trend mit den Prozessorleistungen, sondern mehrere. Und also was ist noch exponentiell? Verfall der Speicherpreise. Dann ist exponentiell die Entwicklung von Unternehmenswerten, also zum Beispiel, wenn man sich den Apple und so weiter, die US-Tech-Champions, die Aktiencharts anschaut, dann sieht man da exponentielle Trends. Um mal eine Zahl zu geben, Apple, als wir angefangen haben, 2005, 20 Milliarden Market Cap, 20, heute 3000. Also auch mal hier Faktor 150. Und R&D-Ausgaben von Amazon 2009... 1, irgendwas Milliarden, letztes Jahr 75. Wahnsinn. Auch exponentiell. So, und dann gibt es viele andere Trends, die vielleicht eine Zeit lang exponentiell sind. Also zum Beispiel, wer Anzahl der Leute, die sozusagen aus Armut rauskommen, in der Mittelschicht auf der Welt, viel, aber die gebildet sind und was können, so dass sie einen Beitrag leisten können zum technischen Fortschritt. IT-Skills, aber auch andere Ausbildungen. Da haben wir ja gesehen und sehen es eben auch noch, ganz viele Leute kommen da raus und sind plötzlich hochgebildet. Also Indien, Afrika, China jetzt in den letzten Jahren natürlich. So, das heißt, die Innovationspower, rein technologisch, Prozessor, finanziell, Marktbewertung und R&D und Köpfe. Die Innovationspower, die läuft exponentiell weiter. Das heißt, wir werden in den nächsten 20 Jahren viel, 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 viel mehr Innovation sehen, als wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Und dann in den wiederum dann nächsten auch viel mehr. Es wird nicht aufhören. Und ich glaube, wir müssen uns dafür positionieren, als Land, als Regierung, als Bevölkerung, als Unternehmen, als Startups, als Investoren, dass die Dinge sehr positiv weitergehen. Und so Krisen, die mal daherkommen, wird es auch immer wieder geben. Und wir haben eine verzerrte Wahrnehmung von Krisen, weil wir lesen halt oder hören sehr viel Negatives und wahrscheinlich überproportional vieles, weil das halt so ein bisschen die Klicks generiert. In Wirklichkeit ist die Lage sehr, 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 sehr viel besser, als wir sie wahrnehmen. Hm. Ja, ja. Lass uns zum späteren Zeitpunkt nochmal genau auch darauf eingehen, wie verzerrt das Bild ist und vor allen Dingen auch, wie die Innovationskraft heute in Deutschland sich gestaltet. Ich würde vorher noch ganz kurz mit dir diskutieren wollen, beim HTGF, wie die Investmentkriterien sind. Also über welche Kanäle findet ihr eure Startups? Wer tritt wie an euch heran? Wie ist euer Investitionsprofil? Wie ihr die Auswahl macht von euren mittlerweile über 700 Startups, an denen ihr beteiligt seid oder wart? Genau, also die Kriterien formal mega einfach, war mal komplizierter, ganz einfach. Jünger als 3 Jahre. Handelsregistereintrag, Erstkontakt. 3 Jahre, zack, muss drunter sein, dann investieren wir drüber, geht nicht. Fertig, keine Ausnahmen. Und entweder Headquarter in Deutschland oder, wenn es nicht in Deutschland ist, dann Niederlassung in Deutschland. So, das ist die formale Seite, ganz einfach. Und dann haben wir natürlich die typischen VC-Kriterien. Und die sind ein bisschen anders als beim VC, weil der VC sagt, ja, ich brauche unbedingt hier ein Unicorn-Potenzial und sonst geht meine Fondsmechanik nicht auf. Machen wir auch gerne, natürlich, ganz klar. Aber wir können auch Unternehmen finanzieren, die ein kleineres Potenzial haben. Da geht unsere die Fondsmechanik eben schon auch auf. Und das haben wir eben auch gemacht, in Technologiefeldern, die eben nicht typisch VC sind. Also Maschinenbau, Robotik, viel rund um Hardware, Industrial Tech, was aus verschiedenen Gründen langsamer skaliert als jetzt Consumer Software zum Beispiel.
Das können wir eben auch machen. So, was heißt das? Wir sind total breit. Wir machen alles, was wirklich innovativ ist, also Technologieinnovation, aber auch innovative Geschäftsmodelle. So, und wie bekommen wir die Dinge? Drei Wege. Die Dinge kommen einfach zu uns. Man kennt uns und wir werden irgendwie angesprochen. Wir gehen ganz viel raus, natürlich auf alle Arten von Veranstaltungen, das waren Wettbewerbe. Wir gehen aber auch an Hochschulen, an die Transferstellen oder direkt auch an die an Lehrstühle und reden mit Doktoranden, mit Studenten, mit den Professoren. Was habt ihr? Und das ist erstaunlich, weil manchmal haben die da Dinge und die trauen sich gar nicht sozusagen zu sagen oder auch erkennen nicht, dass sie im Grunde auf ein Thema sitzen, was sich sehr, sehr gut für ein Startup eignet. Und dann versuchen wir, die zu motivieren, zu gründen und so ein bisschen Company Building zu betreiben. Und der dritte Weg ist Active Sourcing. Das machen mittlerweile viele. Wir haben da, haben es früher schon gemacht, aber das haben wir dann in Corona stark ausgebaut. Wir screenen eben Datenbanken und finden da potenzielle Gründungsteams, sprechen die an und fragen die, ob sie Geld brauchen. In welche Datenbanken schaut ihr da hinein? Also ganz einfaches Beispiel. LinkedIn, Gründerin, ja, also ändert ihren Status auf Gründerin und vorher war Principal bei McKinsey und hat Physik studiert. So, da weiß man, McKinsey, irgendwie smart, Physik studiert, technisch, also auch smart, plus technisch tief drin, plus Gründerin, wahrscheinlich macht die keinen Quatsch. Ja. Aber wie findet man das? Also habt ihr da irgendwelche ganz besonderen Crawler Okay. Ja. Da gibt es ein kleines Analystenteam, die auch durchaus Studenten, die haben da eine ganz fette Pipeline von 10.000 bis 20.000, die sie da anschauen im Jahr. Und die Pipeline wird ganz schnell verjüngt und da sind im letzten oder vorletzten Jahr oder insgesamt in den letzten 2 Jahren haben wir da irgendwie 8 Deals draus gemacht. Stark. Und dann wahrscheinlich, wenn man dann sieht, okay, da verändert sich der Status, guckt man vielleicht bei Crunchbase, guckt man vielleicht ein bisschen später rein, das ist ja dann nach der Gründung. Aber ich habe das in der Tat auch von einigen VCs gehört, dass dann genau diese Informationen auch miteinander verknüpft werden. Also wie ist das Mitarbeiterwachstum von einem jungen Startup bei LinkedIn, was sieht man bei Crunchbase, vielleicht guckt man noch bei GitHub rein, was da passiert und welche Innovationskraft da eventuell entsteht. Ah, spannend. Im aktuellen Marktumfeld liest und hört man immer wieder, dass viele VCs sehr zurückhaltend sind, sich zurückziehen. Können wir auch gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Aber ist das für euch überhaupt möglich, als Public-Private Partnership euch zurückzuziehen und nicht zu investieren? Oder habt ihr einen Wir können uns gar nicht zurückhalten. Nee. Wir sind im One-Speed-Mode gestartet und haben den Speed-Mode immer komplett aufrechterhalten, nämlich 40 Deals pro Jahr machen. Wow. Ja, das war am Anfang war das riesig, weil ich habe ja gesagt, der Markt war 20, wir machen 40. Das heißt, aus dem Stand raus haben wir den Markt verdreifacht oder doppelt so viel gemacht wie der ganze Markt. Das zeigt, wie klein der Markt war. Und diesen One-Speed-Modus haben wir aufrechterhalten und werden den auch aufrechterhalten. Das heißt, im neuen Geschäft interessiert uns überhaupt gar nicht, was um uns rum passiert, sondern wir glauben halt, dass sozusagen genügend Potenzial da ist und auch genügend früh Teams wirklich auch sonst kaum Geld finden. Man kann schon fast sagen, ihr seid der ETF-Sparplan für den VC-Markt. In der Krise hat man dann günstigere Einstiegsbewertungen und der Sparplan läuft mit 40 Deals pro Jahr einfach dann durch, mal zu höheren Bewertungen, mal zu niedrigeren Bewertungen. Ja, also früher, mittlerweile stimmt das nicht mehr, aber früher habe ich gesagt, also der Anfangszeit, es gibt ja so Bessemer Ventures und die haben da so eine Seite auf ihrer Webseite, ihr Antiportfolio, was sie alles abgelehnt haben. Also Apple und alles Mögliche. Und früher, heute nicht mehr, aber früher waren wir die Webseite, wo man das Antiportfolio der deutschen VCs gefunden hat, weil damals, als es eben keinen gab in der Seed-Phase und wir eben investiert haben, waren die Teams, die da unterwegs waren, wurden natürlich alle abgelehnt von den VCs und sind bei uns gelandet. Das heißt, so am Anfang war halt der HTGF das Antiportfolio der deutschen VCs. Hat euch offensichtlich nicht geschadet. Ja, und wir haben auch ein geiles Antiportfolio. Also wir haben mehr Unicorns in unserem eigenen Antiportfolio als im Portfolio. Das ist ganz schön. Was waren da für große bekannte Themen, die euch durch die Lappen gegangen sind? Ja, N26, Flixbus, Pipedrive. Okay. Wir konnten seit 2011 auch ausländische Deals machen. Und ziemlich, entweder 11 oder 12 kam Pipedrive daher. Ja. Aus
glaube Estland oder Skandinavien, irgendwo da oben die baltischen Länder. Und wir haben es neulich nochmal nachgeschlagen, weil wir auch Pipedrive-Kunde sind. Und der Ablehnungsgrund war eine völlig überzogene Bewertung von Pre-Money 7 Millionen. Das gibt überhaupt keinen Sinn oder so. Und war auch damals so. Weil da waren ja, wie ich gesagt habe, die A-Runde bei 2 bis 4 und dann sollte die Seed-Runde bei 7 sein. Natürlich völlig überzogen. Im Nachhinein. Natürlich ein guter Deal. Naja. Ja, Celonis waren wir dran. Das ist kein Antiportfolio. Die haben wir nicht abgelehnt. Die haben alle, also Celonis hat alle Investoren abgelehnt. Ja. Die haben die ersten 3 Jahre gebootstrapped oder sich da am eigenen Schopf auf dem Sumpf gezogen. Und da sind wir nicht reingekommen. Ja, ja, da haben sich viele die Zähne dran ausgebissen. Das ist so. Und welche Ratschläge würdest du jungen Unternehmern, Startups geben, die sich auf den Weg machen, Ideen umzusetzen, aber vor allen Dingen auch ihre Finanzierung zu regeln? Ja, da gibt's ganz viele. Also da könnten wir jetzt 2 Stunden drüber reden. Also der wichtigste Ratschlag ist vielleicht wirklich das Thema, ich habe so ein Slide in einem Vortrag und die Überschrift ist, wir liegen immer falsch als Heimat. Immer. Ja, du, echt immer. So, was meine ich damit? Also wenn wir halt investieren und was ist nicht erfolgreich, klar, liegen wir falsch. Das sind so 40%, sind am Ende nicht erfolgreich, die gehen nicht alle pleite, manche werden auch für 1 Euro oder 100.000 verkauft, aber es ist dann doch kein Exit. So, und dann bei den Erfolgen liegen wir falsch, weil wir unterschätzen ganz oft, gerade bei den großen Erfolgen, unterschätzen den Erfolg. Wir sehen den am Anfang nicht und auch vielleicht unterwegs nicht. Es ist schwer, so ganz große Erfolge wirklich vorherzusehen. So unterschätzt man, liegt auch falsch. Und ich glaube, dieser Mindset, dass man, wenn man halt sozusagen in neuartiges Terrain betritt, in die Zukunft, dass man da nicht richtig liegen kann, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eben auch für Gründer, Teams, Gründerinnen und Gründer wichtig. Man kann gar nicht richtig liegen, perfekt richtig. Das heißt, was ist der Ratschlag, der Hinweis? Immer gucken, dass man den Kurs mehr oder weniger anpasst. Und mehr ist halt dann der berühmte Pivot. Und wenn man dann zunehmend richtig liegt, dann viel Gas geben. Mhm. Nicht vorher. Ja, wenn man viel Gas gibt und aber noch nicht richtig liegt, dann verbrennt man einfach Kohle und kommt kaum voran. Mhm. So, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass viel Geld dann gar nichts bringt oder auch echt Schaden anrichtet, weil man sich Kostenstrukturen reinzieht, die halt da sind und nicht mehr weggehen und aber man gar nicht vorankommt. Hm. Also Kapitaleffizienz, sehr dosiert Gas geben, aber dann natürlich schon Gas geben, wenn man merkt, dass man Dreck schnappt. Und deswegen ist der Ansatz, den Celonis und auch andere hier, Lina X in Bonn und die wir übrigens auch abgesagt haben. noch kein Unicorn, aber kurz davor. Und so, die haben 3 Jahre lang gebootstrapped oder mit sehr wenig Geld gestartet. Und das ist nicht so schlecht, weil man dann auch gezwungen ist, genau diese Pockets, die Umsatzpockets zu finden, die Märkte zu finden, Product Market Fit hinzukriegen. Ja. Und dann erst Gas zu geben, das wäre, glaube ich, einer von vielen Ratschlägen, die ich hätte. Ja. Da höre ich selbst als, wir fallen nicht mehr in euer Raster rein, wir sind jetzt 5 Jahre alt, aber da höre ich natürlich auch ganz genau zu, weil wir auch ständig latent vor der Frage stehen, wie lange bleiben wir eigenfinanziert, ist vielleicht doch mal irgendwann der Zeitpunkt da, um jetzt mit einem doch sehr, sehr gut im Markt etablierten Geschäftsmodell einfach nochmal eine andere Geschwindigkeit zu starten und doch Kapital mit aufzunehmen. Ja, nochmal ein zweiter Punkt. Man ist dann immer so froh, wenn man Geld kriegt und es ist natürlich auch klar, es ist schwierig und so, man hat viele Absagen, dann kriegt man doch einen Investor. Und trotzdem sollte man, selbst wenn man nur eine Option hat, Due Diligence machen, seitens des Startups zum Investor. Und zwar nicht, klar, wenn man nur einen hat, dann nimmt man den eh. Sollte man wahrscheinlich auch. Aber um den zu kennen. Was sind das für Leute? Was haben die für Ziele? Wie agieren die? Und wie arbeite ich mit denen möglichst gut zusammen? Und das wird oft vergessen. Und wenn man dann die Wahl hat, was ja schon auch zunehmend häufiger vorkommt, sollte man nicht nur nach den hohen Bewertungen und den hohen Tickets gehen, sondern auch echt gucken, wer passt zu mir, wer kann mich am besten unterstützen.
weil dieses große Ticket Gejage, manchmal auch Geprahle, das kann auch nicht gut sein. Ja, absolut. Also das hohe Ticket oder die Bewertungshöhe an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern ist ja im Grunde ein Ergebnis aus der Finanzierung, die dann eben auch damit einhergeht. Wie lebt denn ihr eure Governance? Also du hast gerade gesagt, man muss darauf achten, mit welche Leute hole ich mir ins Haus, wie arbeite ich mit denen? Was hole ich mir denn ins Haus, wenn ich mit dem HTGF zusammenarbeite? wie arbeitet ihr mit euren Startups zusammen? Also man holt sich auf jeden Fall mal ganz viel Erfahrung ins Haus. Wir haben 730 finanziert. Dahinter stecken, also da einhergehen, sind über 2000 Anschlussrunden, die wir gemacht haben im Portfolio. Ganz, ganz viele in der Lead-Phase, auch in sehr schwierigen Phasen. 173 oder heute wurde gerade einer announced, 174 Exits. So, und also mega viel Erfahrung und ganz viel Krisenerfahrung und ganz viel richtig belastbare Netzwerke und Kontakte zu den Fondsinvestoren, aber auch zu den 173 Käufern unserer Portfoliounternehmen. Wir haben 4 IPOs gemacht. Ja, nicht super viel, aber immerhin 4, ja, schon was. Und wir haben natürlich ganz viel Technologieerfahrung, riesen Investment-Team, die eben, obwohl wir so breit sind, für sich selber sehr tief spezialisiert sind, auch die Märkte kennen, die Technologie kennen und auch relevante Erfahrungen haben. So, und was man da sich reinholt, ist jemand, der halt schon nicht alles, aber sehr, sehr viel gesehen hat. Und wir behalten, muss man auch sagen, mittlerweile, am Anfang waren wir ein bisschen manchmal auch nervös, wenn da so eine Krise daherkommt, Unternehmen hat kein Geld mehr und dies und das, was da so passiert. Mittlerweile bewahren wir da perfekt die Ruhe. Hat alles schon mal gesehen. ja, alles kann man nicht sagen, da kommt jeden Tag was Neues. Ja. Aber stimmt schon, wir haben viel gesehen. So und ansonsten versuchen wir als allererstes zu verstehen, was das Unternehmen macht. Das ist super wichtig und auch echt schwer. Und systematisch ist es so, dass der Investor weniger verstehen muss als das Gründerteam. Was meine ich damit? Die beschäftigen sich den ganzen Tag damit und schon auch lange, bevor sie bei uns aufgeschlagen sind, eine Weile. Und wenn der Investor dann mehr wüsste als das Gründerteam, jetzt mal bei ganz weniger Ausnahmen abgesehen, dann sollte man nicht investieren, weil dann wissen die ziemlich wenig. Weil der Investor, der ist halt eher breit aufgestellt und nicht tief, tief, tief drin in einem Thema. Und deswegen ist es für uns erstmal eine Lernaufgabe zu verstehen, was machen die überhaupt? Ja. Was ist da so besonders dran und so weiter? Das Gründerteam kennenzulernen und dann genau zu gucken, wo können wir jetzt wirklich helfen? Ja, und nicht mit der Gießkanne die Hilfe ausschütten. Und es gibt ein paar Unternehmen, da ist unser bester Beitrag, dass wir sie komplett in Ruhe lassen. Einfach gar nichts machen und sagen, ja, jede Sekunde mach. Wenn ihr was braucht, meldet euch. Aber wir halten euch nicht von der Arbeit. Sag mal, die KfW hat diese Woche, oder war es Ende letzter Woche, den VC-Barometer veröffentlicht, Lage der Nation vom VC-Markt. In a nutshell, ich habe mitgenommen, die Lage ist schlecht, der Ausblick ist gut und wir alle müssen aufpassen, nachher nicht enttäuscht zu werden. Ja, also die Lage ist das so? Ja, genau. Also wenn ich jetzt die Lage heute mit 2021 vergleiche, dann ist sie schlecht. Ja, genau. Wenn ich sie vergleiche mit 2006 bis 2011, dann leben wir immer noch im Paradies. Also dann ist sie gigantisch gut. So, und aber auch wenn ich sie jetzt vergleiche mit 2019, dem letzten Vor-Corona-Krisenjahr, dann ist sie auch gut. Die Daten, Finanzierungsvolumina und alles Mögliche sind besser jetzt heute als 2019. Und ist vielleicht jetzt nicht perfekt repräsentativ. Wir haben 2021 25 Exits gemacht, letztes Jahr 15. Und dieses Jahr waren wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ganz schlecht. Haben wir auch wirklich gedacht. Haben erwartet 5 bis 10 Exits. Jetzt stehen wir heute am 4. August bei 10. So, da gibt es noch eine Pipeline. So, wahrscheinlich werden wir mehr Exits machen als letztes Jahr. Aber tatsächlich weniger als 21. So, und jetzt könnte man ganz viele Vergleiche nehmen. Ich glaube, die Lage ist gut, bis sehr gut sogar. Und was natürlich, wo sie ganz schlecht ist, ist natürlich bei Unternehmen, die eigentlich gar kein Geld kriegen sollten. Die also, so, und da muss man zugeben, die haben dann natürlich vielleicht 21 Geld gekriegt und jetzt halt nicht. Ja, das ist im Einzelfall so ein bisschen blöd. Da muss man halt auch vielleicht erfinderisch sein, irgendwie Mords-Cost-Cutting machen und auch refokussieren und hat dann immer noch eine Chance.
Aber ich glaube, die Lage ist total gut. Und nach vorne schauend, die wird jeden Tag besser, die Lage, für Innovation, weil Innovation löst Probleme. Also, und man glaubt gar nicht, welche Probleme gelöst werden können. So, jetzt befinden wir uns in Deutschland ein bisschen in der Rezession, die Wirtschaft schrumpft und verschiedene Impulse sind vielleicht nicht ganz so positiv für die Wirtschaft. Ja, klar, dann muss man sich ja durchkämpfen oder woanders verkaufen. Aber in Summe gut, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube auch. Also man arbeitet ja gerne mit dem Kurzzeitgedächtnis und da ist 2021 natürlich extrem präsent. Aber wenn man ehrlich ist, die ganzen Statistiken, die man sich anschaut, dann müsste man 2021 eigentlich rausnormalisieren und ja, genau. Dann sind wir eigentlich immer noch voll im Trend und das ist ein positiver Trend. Wo siehst du aktuell eben genau diese Trends? Also technologisch oder auch bei den Branchen, wo viel passiert, Themen, die für euch auch sehr, sehr interessant sind, wo du versuchst, verstärkt reinzukommen? Genau, also es gibt ja ein paar Themen, wir haben so Portfolio-Cluster und da gibt es so Cluster. So, und die Cluster, die haben wir nach Performance analysiert und da gibt es ein paar mega stark performende Cluster, ein paar ganz schlecht performende Cluster, zum Beispiel Gaming, da haben wir irgendwie 90% Ausfall. So, ja, genau. Okay. Oder Social Networks, gut, das ist jetzt schon ein ganz altes Cluster. Da haben wir 2627 investiert, 100% Ausfall. Zack. So, ja, so ist es halt. So, und da gibt es andere Cluster, die ziemlich stark sind. So traditionelle Cluster. Ein sehr starkes Cluster ist IT Security. Das wird nicht weggehen. Ja, weil schaukelt sich halt hoch, IT Security entwickelt sich und dann gibt es aber dann Angriffsvektoren, die eben auch besser werden und so weiter. Das geht nicht weg. Ein anderes Cluster und ist, glaube ich, ein Cluster, wo man wirklich hinschauen sollte, ist das Thema Energiemanagement. Logisch, wir sind jetzt hier in so einer riesen Energiewende und schon ganz lange, da nichts Neues, wird vielleicht ein bisschen beschleunigt mit vielen Herausforderungen und dass Energie noch besser gemanagt werden muss auf allen Ebenen, in der Erzeugung, in der Verteilung, auf der B2C, auf der B2B-Kundenseite, die E-Autos sind bald, können bald zurückspeichern, sich entladen und das Netz stabilisieren, Strom eingeben oder auch entnehmen, wenn zu viel da ist. Wochenende, die Sonne scheint, der Wind weht, zack, Strompreis negativ, super, lade ich mein Auto auf. Also, da gibt's ganz viele Themen, die da super spannend sind. Also, andere Themen, natürlich, ganz in Medizin, gesundheitsbewusst, Fitness, weniger Arbeitsausfall, das ist natürlich auch so ein Riesen-Jetstream. Ich meine, wir stehen kurz vor der demografisch größten Herausforderung der Geschichte in Deutschland, auch weltweit. Ja. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Rente und fehlen halt dann. So. Und alles, was sagen, ich formuliere jetzt mal überspitzt, alles, was Arbeitsplätze vernichtet, ist gut. Warum? Ja, früher war das ja ganz schlecht. Arbeitsplätze vernichten, arbeitslos. So, schlecht, ja, klar. Aber was Arbeitsplätze vernichtet, ist gut. Warum? Also im Sinne von Automatisierung, warum? Weil ich gar keine Leute finde, die Arbeit machen können. Ja. Ein riesen Megatrend. Dann kommt natürlich die Pflege und so weiter, also lange fit bleiben, dass ich nicht in die Pflege muss, weil es gibt keine Pfleger, keine Pflegeinstitutionen. Ganz großes Thema, was natürlich über allem liegt, ein bisschen abgedroschen, aber das wird, glaube ich, da können wir uns auch noch gar nicht vorstellen, wie groß es wird, das Thema AI. Ja, Dinge, die intelligent sind. Wir als Menschen sind auch intelligent. Nicht immer. Es gibt sicher Situationen, wo man sich vorstellen könnte, dass ein AI besser ist als wir. Und ja, an der Stelle, na klar, also da so. Und ja, und ich glaube, was die AI, was die macht, was uns noch nicht so klar ist. Wir reden ja viel von Digitalisierung. Software digitalisiert. So, das ist im Grunde ein ganz langsamer Prozess. Also Software muss erstmal designt werden, programmiert werden, getestet werden, implementiert werden, da müssen Leute geschult werden und dann wird es dann angenommen. Das dauert. Und wir sehen ja beispielhaft bei ChatGPT, es geht ganz schnell, ich tippe einfach meine Frage ein, habe eine Antwort. Und ich glaube, der Unterschied von AI zur bisherigen Digitalisierung ist beschleunigt noch mal viel, viel mehr. Ja. Also auch super schnell geht. Ja. Und
Das ist positiv, ist auch negativ, weil wenn ich hinten dran hänge, dann falle ich ganz schnell zurück. Ja, du hast vorhin das Mursche-Gesetz angesprochen und mittlerweile sind wir wirklich an einem Kipppunkt, wo wir, glaube ich, alle keine Ahnung haben, was da auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren. Und hättest du die Menschen gefragt vor einem Jahr, ob sie sich vorstellen können, dass es einen intelligenten Chatbot gibt, wo man mit Texte generieren kann, Fragen beantworten kann noch viel, viel, viel mehr als das, hätten die meisten Leute gesagt, nee, das wird niemals funktionieren, weil Chatbots alle doof sind. Und jetzt haben wir ChatGPT und auch da unfassbare Entwicklungssprünge schon in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, wo das Tool überhaupt am Markt ist und all dem, was dann daraus bereits entstanden ist. Und ich glaube, wir können alle uns noch keine Vorstellung machen, was in 2 Jahren möglich sein wird. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir offen sind, mit zu lernen und Technologien anzueignen oder zumindest zuzuhören. Und die anderen Trends, die du vorher beschrieben hast, sind im Grunde ja alles Trends, die von der Querschnittstechnologie AI untermauert werden und die genau dadurch dann beschleunigt werden. Genau, AI wird alles beschleunigen, Materialentwicklung, Medikamentenentwicklung, Biotechnologie und überhaupt alles, aber auch die Softwareentwicklung. Weil Intelligenz wird ja überall benötigt, in der ganzen Gesellschaft. Und wird eben dann auch überall ihre Wirkung entfalten. Und da verweise ich auf mein Statement von vorhin, wir liegen immer falsch, wir liegen definitiv falsch, und zwar gigantisch falsch, weil wir die Wirkung von AI im Besonderen völlig unterschätzen. Ja, unterschätzen und auch heute, ja, wie gerade gesagt, glaube ich, gar nicht wirklich greifen können und einschätzen können, was überhaupt möglich ist. Wir stehen jetzt bei der Startup-Strategie von der Bundesregierung jetzt an der Einjahresmarke. Vor rund einem Jahr hat die Startup-Strategie der Bundesregierung gestartet. Hast du eine Meinung dazu, wo wir jetzt stehen nach einem Jahr beim Startup-Standort? In meiner E-Mail-Inbox, die ich gerade eben da auch ein bisschen aufgeräumt habe heute Morgen, da war irgendwie ein Artikel, wo die diskutiert und bewertet wurde. Ich habe ihn nicht gelesen. Ja. Ich glaube, also es gibt schon ein paar sehr, also erstmal ist es positiv, dass es eine Strategie überhaupt mal gibt. Und da mit der Strategie und dem Begriff und der Diskussion drumherum ist sozusagen das Thema Startups in der Awareness der politischen Entscheidungsträger. Und das ist positiv. Und aus unserer Erfahrung, wir hatten ja jetzt schon, wir hängen ja im Wirtschaftsministerium, da hatten wir alle Arten von Wirtschaftsminister, also CSU, CDU, FDP, Grüne, SPD, und alle finden Innovation gut. Und das ist schon mal super. Das ist wirklich super. Weil wenn die Teile der Politik das jetzt doof finden würden, dann wäre es schon mal doof. So, also erstmal angekommen und positiv verankert und es passiert was. Und so einzelne Dinge, die da passieren, die werden da diskutiert und dann umgesetzt und so, hier mit Mitarbeiterbeteiligung und da Income und so, auch positiv. Ja, und vielleicht noch nicht so umgesetzt, wie es nötig oder sinnvoll wäre, aber immerhin schon mal auf dem Tableau. Genau. Und ich meine, was braucht man nicht nur für Startups, sondern generell in der Wirtschaft? Kapital und Leute. So, und Kapital ist viel da, auch über diesen Zukunftsfonds, also viel öffentliches Geld und privates Geld auch da und so. So, da könnte doch mehr privates Geld da sein. Wir haben zu wenig privates Geld in der kompletten VC-Wertschöpfungskette. Also bei den Early Stage, Late Stage, aber vor allen Dingen auch ganz late Private Equity und dann am Ende an der Börse. So. Was ich anregen würde in der Startup-Strategie 2.0, dass es der Politik gelingt, nicht noch mehr öffentliches Geld zu investieren, ich glaube, da passt schon, sondern viel, viel mehr privates Geld zu mobilisieren in das ganze Ökosystem inklusive der Börse. Ja, also mehr Geld. So. Das ist auch ganz sinnvoll, weil so ein VC-Fonds und so, das ist ja sehr langfristig alles. So, und für die ganz, ganz langfristige Altersvorsorge ist es das geeignete Asset. So Unternehmensbeteiligungen. Ja. Und im weitesten Sinne eben auch inklusive Public und Börse. Warum, wenn heute jemand mit 22 seinen Bachelor hat, muss er, sie, rund 50 Jahre arbeiten, bis dann die Rente daherkommt. Ja. Und über 50 Jahre, da kann ich aber lange sehr hoch risikoreich investieren. Ja. Da, glaube ich, gibt es nicht mal in Japan eine Phase, wo man Verluste erlitten hat.
ins Aktienmarkt. So. Und mit der Perspektive, also mit einer sehr langfristigen Perspektive, kann man guten Gewissens Rahmenbedingungen schaffen, die für mehr, also die dazu führen, dass mehr privates Geld hier in diese Richtung fließt. Ohne Angst zu haben, dass da die Leute ihr Geld verzocken. Und da brauchen dann gar nicht von irgendeiner künstlichen Mindestverzinsung oder Garantieverzinsung sprechen, die dann strukturell einfach nur wahnsinnig viel Geld kosten in der Umsetzung auf der Fondsseite, sondern man hat quasi eine Mindestverzinsung, wenn man einfach über einen Zeitraum von 40, 50 Jahren kalkuliert. Genau. So, also zwei Dinge wichtig. Kapital, haben wir gerade gesagt. Das zweite, schlaue Leute, die es machen. So, und da gibt es zwei ganz große Themen. Einmal Ausbildung in Deutschland. Da sind wir ja gar nicht so schlecht. Also die Unis und so, da kommen ja tolle Sachen, also tolle Sachen im Sinne von Erfindungen, Patente und so weiter, Ergebnisse, aber eben auch ganz tolle Personen hervor, die ganz viel wissen, sehr schlau sind. Das ist ja die große Stärke auch des deutschen Startup-Ökosystems. Es setzt auf Top-Ergebnissen aus dem Hochschulsystem auf. Wo man sicher ein bisschen mehr machen kann, ist bei den Schulen. Also meine Kids, die jetzt ihren Schulabschluss haben, die haben weniger IT in der Schule gehabt als ich. Bei mir ist schon eine Weile her. Und nicht nur IT auf jeden Fall auch die naturwissenschaftlichen Fächer, insbesondere in Kombination mit Frauen, mit Mädchen. Die niedrige Gründerinnenquote hängt auch damit zusammen, dass wir von Anfang an in der Schule die Mädchen nicht an die naturwissenschaftlichen Fächer heranführen. Führt dann dazu, dass sie irgendwie auch nicht studieren und daraus entstehen dann eben auch Gründungen und dann sitzt da eben einfach wenig Frauen da. So, also technische Ausbildung, dass alle fit werden, aber auch das Potenzial der Gründerinnen noch viel besser ausschöpfen. Also Schule, dann Integration von Leuten mit Migrationshintergrund. In den USA die Top-Erfolge, die haben irgendwie 50% erste oder zweite Generation Migrationshintergrund. Der Vater von Steve Jobs kam aus Syrien. Ja. So, und eine ganz andere Kultur, ganz andere Migration. Das muss es noch besser gelingen, dass wir die Top-Talente, wenn sie hier sind, erkennen und integrieren und nicht wegschieben. Ja. Ja, ich habe mehrfach jetzt schon gehört, dass in Gymnasien Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund nahegelegt wird, das Gymnasium zu verlassen, obwohl die Noten sehr gut sind. Wow. Ja, weil irgendwie passt ja nicht so. Mehrfach. Und von sehr erfolgreichen Leuten. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, ich muss sagen, erkennen, gerade wenn jemand schlechte Noten hat, aber vielleicht doch das Potenzial hat, das Potenzial wecken. Und dann natürlich gute Leute anziehen. Ja, eine intelligente Einwanderungspolitik, wie es viele Länder schon seit Jahrzehnten haben. So, also dann habe ich Kapital, dann habe ich schlaue Leute. Das führe ich zusammen und dann puff, kriegen wir eben auch mal ganz große Erfolge hin, wie eben eBay, Google und so weiter. Ja, gucken wir mal. Also Celonis ist ja auf einem ganz guten Weg, da in diese Größenordnungen vielleicht mal hineinzukommen. Vielleicht nicht ganz in die Größenordnung von Google, aber you never know. Oder auch Aleph Alpha auf der AI-Seite, die da super unterwegs sind. Die Zeit neigt sich dem Ende entgegen, aber ich würde einen Punkt mit dir sehr gerne noch besprechen, und zwar nochmal den Innovationsstandort Deutschland auf der Exit-Seite. Du hast gerade kurz einmal eure Exits angesprochen. Wie nimmst du da den deutschen Standort wahr? Ist die Industrie offen dafür, junge Technologieunternehmen zu kaufen, aufzunehmen? Gibt es eine eigene Corporate Venture Capital Kultur in Deutschland? Ist die Industrie so technologie- und innovationsaffin, wie du es dir wünschen würdest, oder hängen wir da zurück? Also ja und nein, positiv und negativ. Ich habe mal vor über 10 Jahren einen Vortrag gehalten und da hatte ich das ganze Corporate Venture Volumen in Deutschland gegenübergestellt dem Sponsoring der ersten Bundesliga-Fußballmänner. So. Und da war der Corporate Venture weniger als das ganze Sponsoring der Fußball-Bundesliga. Ja, klar. Also, ja, aber es ist ein Zeichen. Ne? Ja, so. Und mittlerweile ist es halt ein bisschen anders. So, wir haben ja ganz viele neue Player, die dazugekommen sind. So. Der Trend ist sehr positiv. Also da gibt es viele, die neu aufmachen, die da die Volumina größer machen, die da vielleicht auch mal externes Fundraising mit reinnehmen. Daraus gibt es dann wieder Spin-offs, wo VCs entstehen und so. Der Trend ist positiv. Ja, ganz klar. Und das Thema Innovation ist angekommen. So,
Jetzt muss man natürlich so ein bisschen schauen, jetzt gucken wir auf einen positiven Trend, ohne Frage in Deutschland, wie ist die relative Wettbewerbsposition? Ja, wenn jetzt andere Ökosysteme sehr, sehr, sehr viel mehr Geld reinstecken, generell in Venture, aber eben auch Corporate Venture, dann ist es doch nicht so positiv. So, da müsste sich mal genau die Zahlen angucken. Und ehrlicherweise verstehe ich es überhaupt gar nicht. Also bei uns ist ja so, wir versprechen ja den Investoren mittlerweile eine kleine Rendite, früher ja nicht. Ja, also da ist ja Eis, Kühlschränke den Eskimos verkaufen leichter. Wir haben den Investoren gesagt, gebt uns Geld und ihr kriegt wahrscheinlich nicht alles wieder. Mittlerweile ist es ja so. Und so ist es ja bei den VCs noch viel mehr. So. Als Mittelständler, als Konzern würde ich viel, viel mehr VC-Investments machen. Warum? Ich kriege mein Geld, also schon so ziemlich immer wieder, meistens mit einer guten Verzinsung. Plus, ich habe eine Antenne in diverse VC-Ökosysteme, Technologien, Branchen, Gründertrends. Und über diesen Mehrwert, den wir sehr stark anliefern, gewinne ich ja auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich ist mir total unklar, warum nicht jeder DAX-Konzern, jeder große Mittelständler nicht im Jahr 50 Millionen in VC-Investments reinhaut, weil er da so tolle Sensoren, Antennen hat in die Innovation, in die Zukunft vorhersehen kann, durch den Kontakt zu den Gründerinnen und Gründern. Also Trend positiv, aber glaube noch sehr viel mehr Potenzial. Ja. Beim Thema Startups kaufen, sehr gemischt. Kleine Startups unter 20 Millionen Kaufpreis verkaufen wir zu 2/3 nach Deutschland. Super. Wirklich gut. Ja, da werden Technologien gekauft, da werden Gründerteams, da wird Umsatz, Produkte. Große, und groß fängt leider bei 20 Millionen an, also gar nicht so groß, gehen zu 23% nach Deutschland. Und das ist so ein bisschen positiv formuliert, Room for Improvement, da ist noch mehr Potenzial. Es ist leider aber auch so, das muss man schon auch sagen, da gibt es ganze Branchen, wo es überhaupt gar keine Käufer gibt, weil es die Branchen gar nicht gibt. Hm. Also Internet, da gibt es keine Käufer. Hm. Quanten, weiß ich nicht, gibt es auch keine Käufer. Biotechnologie gibt es ein paar Käufer, ein paar ganz wenige Käufer, weil die ganze Biotechnologieindustrie ist irgendwie sehr fokussiert in Deutschland. Hat sich konzentriert. Ja. Und da gibt es so ein paar Branchen, wo die es gar nicht gibt oder die so ein bisschen auch verloren gegangen sind. Telekommunikation weg, zack. Gibt's nicht mehr. Waren wir Weltmarktführer. Mhm. In allen möglichen Bereichen. Netze, fest und mobil und Endgeräte und überall. So, also da ist so ein bisschen die Industrie abhanden gekommen. Und da, wo wir die Industrie haben, da ist man vielleicht ein bisschen so zögerlich. Und da hat man vielleicht mal gekauft und das war dann irgendwie doof. So, da sage ich, ja, genau, eine Akquisition ist auch der falsche Ansatz. 10. Und wenn 3, 4, 5 an die Wand klatschen, völlig egal, solange die anderen, die gut sind, so gut sind, dass es in Summe halt wieder passt. Und wir sehen halt, dass angelsächsische, ausländische Käufer da viel schneller, risikobereiter, am Ende irgendwie auch unternehmerischer sind, die dann so dieses Momentum der Innovation aufnehmen, integrieren und sich selber nach vorne katapultieren, also ihr Kerngeschäft. Ist ja klar, ich kaufe ein Startup für 50 Millionen, mache 5 Milliarden Umsatz, ja gar nicht so riesig. So, wenn ich über diese 50 Millionen Akquise einen Impact habe von 1%, also mini klein, jetzt auf der Umsatzebene gerechnet, dann steigt mein Kerngeschäft. 50 Millionen Umsatz ist jetzt noch nicht Marge, aber es kommt ja immer wieder. So, also ich brauche eigentlich nur einen ganz kleinen Impact in meinem eigenen Kerngeschäft, um relativ große Akquisitionen zu rechtfertigen. Weil jetzt bin ich ein 30-Milliarden-Konzern und kaufe was für 300 Millionen. Das ist nichts. Ja. Ich muss das hinkriegen. Ich muss halt den Impact hinkriegen. Ja, wir hatten neulich eben vor einigen Monaten
JP Morgan bei uns im Podcast und ging es um den Large Cap M&A Markt. Und wir haben auch ein bisschen über die Strategie von der Bank gesprochen. Und gut, fairerweise, JP Morgan ist die größte Bank der Welt, aber ich war vollkommen beeindruckt von der Zahl, dass jedes Jahr zwischen 12 und 15 Milliarden Dollar in den Kauf von Technologieunternehmen investiert wird, von der Bank. Ich war total beeindruckt. Genau das fehlt dann natürlich. Aber du hast gerade beschrieben, einige Branchen gibt es nun mal hier nur leider nicht. Also man muss sagen, Mensch, die deutschen Konzerne müssen offener sein. Das allein wird es ja auch nicht immer dann tun. Das wird es nicht tun. Ich glaube, da müssen wir halt, ich würde gerne mal im Grunde sollte man mal eine Runde machen mit nicht nur DAX-CEOs, sondern auch großen Mittelständlern, Hidden Champions, auch vielleicht kleinere. Und die Runde mischen mit ihren direkten Wettbewerbern aus der Welt. Und dann wirklich mal gegenüberstellen, genau, JP Morgan kauft für 15 Milliarden Startups, wie viel kaufen die deutschen Banken? Oder die deutsche Autoindustrie. Tesla kauft ganz viel und so. Und die deutsche Autoindustrie eben vielleicht nicht so viel. Und wie machen die das? Also wie integrieren die, wie kriegen die das hin, dass die erfolgreich sind? Und um es wirklich positiv zu formulieren, da ist echt noch viel Potenzial. Ja. Alex, mit dem positiv hoffnungsvollen Ausblick würde ich es für heute mal bewenden lassen. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Tech-Startups vom Venture Capital Technologiestandort Deutschlands. Große Reise, die wir gemeinsam gemacht haben über die frühen Phasen vom Venture Capital, über TVM, über den Siemens, über den HTGF, bis hin dann zum Blick nach vorne, was kann die deutsche Industrie noch mehr machen. Hat mir großen Spaß gemacht, hoffentlich den Zuhörern auch. Vielen, vielen Dank. In 2 Wochen geht es weiter mit der nächsten Episode von Close the Deal. Dann spreche ich mit dem Moritz Kübel darüber, über das Thema Liquidity Event. What's next? Also was passiert mit dem Geld nach dem Verkauf? Wie kann man ein Family Office nutzen, um Geld erfolgreich anzulegen? Alex, dir vielen, vielen Dank und bis bald. Kai, vielen Dank auch. Hat eine Menge Spaß gemacht und freue mich gerne auf eine Fortsetzung. Danke.